Was für eine schöne Nacht. Ich habe so gut geschlafen und ich bin richtig fit. Eigentlich perfekt, um gleich Sport zu treiben. Und los geht's. Stopp. Wenn ihr wirklich sehen wollt, wie so ein Tag bei mir aussieht, wenn ich frei habe, wenn ich nicht so viele Termine habe oder einfach wenn Wochenende ist, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ohne Witz, wer kennt das nicht? Man wirft sich eigentlich, bevor man aufwacht, nochmal 5-mal hin und her, wenn man denkt, man könnte vielleicht nochmal einschlafen. Ja, irgendwann muss man dann realisieren, dass es dann doch nicht mehr funktioniert. Und dann ist mein allererster Griff eigentlich immer sofort zum Handy, zum Stalken, was man die Nacht über vielleicht verpasst haben könnte. Irgendwann 2 Stunden später ist man dann auch mal mit allen Social Media Plattformen wie Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook oder YouTube fertig und muss sich leider eingestehen, dass man irgendwann vielleicht auch mal aus dem Bett aufstehen sollte. Und es ist eine verkackte Lüge, wenn jemand von euch erzählt, dass er nicht beim ersten Blick in den Spiegel erstmal erschrickt. Aber wenn man dann den ersten Schock verdaut hat, dann werden ganz normal, wie jeder Mensch das tun sollte, 3 Minuten lang die Zähne geputzt. Und jetzt ohne Witz, ich bin tatsächlich jemand, der gerade in der Früh kalt duscht. Einfach, weiß ich nicht, man fühlt sich einfach frischer. Weil ja wirklich in jeder Morgenroutine keine Kerzen fehlen dürfen und wir dem Standard ja so ein bisschen gerecht werden wollen, habe ich mir dann auch mal zum Fertigmachen welche angezündet. Dann klatscht sich natürlich jede Frau tonnenweise Make-up und Puder ins Gesicht, um einigermaßen erträglich auszusehen. Und wenn ihr übrigens eine abgedatete Gesichtsroutine, Make-up-Routine, Alltags-Make-up-Routine, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, von mir sehen wollt, dann lasst es mich einfach unten in den Kommentaren mal wissen. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen Sie jetzt gleich einen perfekten Jumpcut. Wenn es in der Früh tatsächlich so schnell mal gehen würde, das wäre der absolute Mega-Wahnsinn. Und hier jetzt tatsächlich nicht gestellt, das Frühstück, sondern ich habe mit meinem Fitness wieder angefangen. Da halte ich euch die nächsten Wochen hier auch auf YouTube ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Und tatsächlich morgens, damit ich fit aufwache, damit ich irgendwo gleich was Gutes esse, mache ich mir morgens hier so ein Joghurt-Müsli mit Haferflocken und frischen Früchten. Geht auch echt easy und schnell und schmeckt einfach super, super, super lecker. Mit meinem Instagram-tauglichen Müsli setze ich mich dann eigentlich meistens nochmal auf mein Bett und ja, schneide entweder ein neues Video oder gucke mir die aktuellsten YouTube-Videos an oder lese auch super, super gerne eure Kommentare. So, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder, meine Morgens-, Mittags-, wie auch immer Routine. Ich werde mich jetzt aufmachen in die Stadt, weil es ist tatsächlich gar nicht so schlechtes Wetter und muss noch ein paar Sachen besorgen. Wenn ihr vielleicht meine Morgenroutine sehen wollt, wenn ich früh raus muss,
die dann vielleicht nicht ganz so geregelt abläuft wie jetzt gerade, dann schreibt mir das unten in die Kommentare und gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich da Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bis dahin. Achso, abonnieren nicht vergessen.